Willkommen zu unserem Wochenhoroskop für den Zeitraum 2. bis 8.9.2024. Die Sterne haben spannende Einsichten für dich parat. Entdecke, welche Überraschungen und Chancen diese Woche für dich bereithält. Lieber Widder, da Merkur günstig zu deinem Zeichen steht, ist es eine gute Zeit, deine Finanzen zu überprüfen und eventuell einen Sanierungsplan zu erstellen. Mit Unterstützung von Jupiter und Pluto ist Erfolg wahrscheinlich, solange du deinen Plan gut umsetzt. Venus verstärkt deine Ausstrahlung, was dir neue, bedeutende Kontakte bringen kann. Nutze diese Woche, um offen für neue Begegnungen zu sein. Lieber Stier, diese Woche erinnert dich das Merkur-Quadrat daran, ungelöste Probleme in Beziehungen, Job oder Finanzen anzugehen. Regel diese Dinge, um dich besser zu fühlen. Gleichzeitig stehen die Chancen auf Glück und Erfolg gut, da Sonne und Mars auf deiner Seite sind. Achte darauf, dich nicht zu verzetteln und vertraue deinem Bauchgefühl bei Entscheidungen. Lieber Zwilling, dank der positiven Einflüsse von Merkur, Venus und Jupiter startest du optimistisch in die Woche. Alles läuft nach Wunsch, sei es in der Liebe, im Job oder anderen Bereichen. Venus hilft dir, Menschen für deine Ideen zu gewinnen und verspricht Erfolg, wenn du jemanden erobern möchtest. Dein Humor und Charme verdoppeln deine Chancen, jemanden von dir zu überzeugen. Diese Woche geben dir der Neumond und Mars entscheidende Impulse, lieber Krebs. Der Neumond ermutigt dich, wesentliche Dinge neu zu denken und eventuell neu zu starten, während Mars dir Mut und Kraft verleiht. Mit Sonne und Mars bist du auf der Überholspur und hast Lust, Neues auszuprobieren. Trau dich, aber achte darauf, deine Kräfte gut einzuteilen und gesund zu leben. Diese Woche zwingt dich ein Uranus-Quadrat, den Fokus auf die Gegenwart zu richten, lieber Löwe. Unter den positiven Einflüssen von Venus, Jupiter und Merkur wirst du viel Freude entdecken. Venus in der Waage bietet dir eine wunderbare Chance, in der Liebe eine schöne Zeit zu erleben. Vielleicht bist du bald nicht mehr allein, sondern mit einem neuen Partner glücklich. Liebe Jungfrau, vertraue deiner Begeisterung, die der Neumond in deinem Zeichen weckt, und setze deine geniale Eingebung um, um finanziellen Erfolg zu erzielen. Nutze die günstige Zeit, um neue, förderliche Kontakte zu knüpfen, indem du aus deinem Schneckenhaus kommst. Der Neumond am Dienstag bringt dir viel Glück, also weiche von deinen gewohnten Lösungsstrategien ab und beschreite neue Wege. Waage. Du hast das gewisse Etwas und einen unvergleichlichen Charme, der dir viele Türen öffnet. Diese Woche überstrahlst du mit Venus in deinem Zeichen alles und jeden, was sich positiv auf dein Gefühlskonto und dein Bankkonto auswirkt. Merkur und Venus sorgen für beste Stimmung und eine positive Ausstrahlung, die andere motiviert. Deine Prioritäten sind klarer denn je, aber achte darauf, andere nicht vor den Kopf zu stoßen. Skorpion. Du überwindest langsam einen finanziellen Engpass und hast kein Problem damit, den Gürtel enger zu schnallen. Diese Tage bieten wenig Zeit für Spaß, aber du hast einen guten Blick für vertrauenswürdige Menschen. Halte diese Woche Augen und Ohren offen, da der Neumond im Zeichen Jungfrau dir viele Chancen bietet. Venus lockt mit Abenteuern, aber sei vorsichtig, lieber Schütze, denn unter einem Neptun-Quadrat kann man sich leicht die Finger verbrennen. Merkur kümmert sich intensiv um deine Finanzen, damit nichts schief geht. Merkur im Löwen gibt dir viel Kraft, aber pass auf, dass du nicht übers Ziel hinausschießt. Venus und Jupiter stehen günstig, was dein Liebesleben bereichern kann. Lieber Steinbock, der Neumond in der Jungfrau treibt dich an, deine Vorhaben entschlossen voranzutreiben, und mit Saturns Unterstützung konzentrierst du dich voll auf deine Arbeit. Diese Woche bringt der Neumond in der Jungfrau und Mars im Krebs neue Chancen, besonders im Job. Jupiter und Venus bringen dir wundervolle Aspekte, lieber Wassermann. Aber du selbst zweifelst oft an der Harmonie um dich herum. Dank Jupiter stehen dir berufliche oder finanzielle Erfolge bevor, wie ein lukrativer Zweitjob, eine Beförderung oder eine aussichtsreiche Fortbildung. Diese Woche solltest du die Menschen in deinem Umfeld genauer betrachten, lieber Fisch. Neptun und Mond geben dir klare Antworten über deine Freunde, Kollegen und deinen Lebenspartner. Ab Donnerstag steht Mars günstig zu deinem Zeichen, was dir viel Energie und Belastbarkeit verleiht. Nutze diese Zeit, um größere Projekte anzugehen und mehr Sport zu treiben. Für alle Sternzeichen gilt in dieser Woche: Achte diese Woche besonders auf deine körperliche und geistige Gesundheit. Balance ist der Schlüssel zu Wohlbefinden.
Nimm dir Zeit für Erholung und pflege gesunde Gewohnheiten, um dich rundum wohlzufühlen. Setze dir klare Ziele in deiner Karriere und arbeite fokussiert darauf hin. Struktur und Planung werden dir helfen, effizienter zu sein und deine beruflichen Ambitionen erfolgreich zu verwirklichen. Kommunikation ist in dieser Woche entscheidend für dein Liebesleben. Öffne dich deinem Partner und teile deine Gefühle ehrlich mit. Ehrlichkeit schafft Vertrauen und stärkt eure Beziehung nachhaltig. Plane deine Ausgaben sorgfältig und investiere weise. Ein gut durchdachter Finanzplan sichert dir langfristige Stabilität. Vermeide impulsive Käufe und setze auf nachhaltige Investitionen. Ein exklusiver Blick auf das Liebesleben zeigt, Leidenschaft und Romantik sind im Fokus. Alle Sternzeichen dürfen sich auf intensive Momente und emotionale Tiefe freuen. Abonniere unseren Kanal, um keine neuen Horoskope zu verpassen. Aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen und teile dein Sternzeichen in den Kommentaren. Schöne Woche und bis zum nächsten Video.